jetzt gibt es seit Ewigkeiten endlich mal wieder ein Sissy's Diary von mir. Das haben sich nämlich einige gewünscht, dass ich so einen Monatsvlog anfange. Und ich starte heute einfach mal und erzähle euch, was jetzt so die ersten Oktobertage so los war. Wir waren nämlich zu Beginn direkt mal kurz in Urlaub, wobei es nur ein Wochenende war und ich auch mittendrin noch gearbeitet habe. Ich habe es verbunden quasi mit der Arbeit. Ist auch mal ganz praktisch. Und zwar waren wir in der Schweiz in Gstaad. Und da durfte auch die liebe kleine Daisy mit. Und es war so cool, weil sie einfach unglaublich brav war. Sie war stubenrein. Sie war noch nie vorher im Hotel. Und alles hat wunderbar funktioniert. Da waren wir einfach mega, mega stolz. Und dann kamen wir zurück und gestern gab es gleich den ersten großen Schock. Da habe ich euch auch auf Insta-Stories auf dem Laufenden gehalten. Und zwar ging es darum, dass bei uns Futter ausgelegt war in der Straße. Und hier in der Gegend hat man schon oft von Giftködern gehört. Und ich hatte dann so Panik jetzt 24 Stunden lang. Wir haben aber alles überstanden. Ihr geht's gut. Und ich bin einfach nur wahnsinnig froh. Und auch an der Stelle nochmal der Aufruf an euch. Wenn ihr irgendwo Futter rumliegen seht oder irgendwelche Würstchen oder irgendwas, was komisch aussieht, bitte nehmt ein Taschentuch, hebt es auf und schmeißt es in den nächstbesten Mülleimer, weil ihr dann nicht nur 24 Stunden Panik bei einem Besitzer vermeidet, sondern vielleicht auch ein Hundeleben oder Katzenleben retten könnt. Und heute ist der erste Tag, wo es um Halloween richtig geht, bei mir insgesamt in der Wohnung. Es gibt ja schon einen Halloween-Trailer, den werde ich euch auch nochmal verlinken. Das war sozusagen der Rückblick über die letzten Jahre. Heute soll es mit Backen losgehen und dafür muss ich noch ein paar Sachen besorgen und muss noch ein Päckchen wegbringen von meinem Flohmarkt. Und ich kaufe mir noch ein neues Objektiv, deswegen werde ich jetzt in die Stadt gehen. Für mehr Realität auf YouTube, das ist die Ecke, in der ich filme. Und das ist der Rest der Küche. Drüben habe ich auch gearbeitet, aber da habe ich auch Sachen abgestellt und hier ist schon wieder Geschirr, was ich parallel abgewaschen habe und Daisy übrigens auch am Start, wenn ich in der Küche was mache und zwar mit ihrem Körbchen. Da ist sie immer ganz glücklich und zufrieden und läuft mir nicht mehr unter den Füßen rum. Heute ist Tag 2 der Dreharbeiten hier in der Küche. Ich habe das Netz alles hängen lassen, habe aber die ganze Küche komplett geputzt noch gestern Abend. Und jetzt habe ich meinen Kuchen hier aus dem Kühlschrank geholt und es sieht richtig gut aus. Und dann werde ich das Ganze heute anrichten. Ich werde heute beide Backvideos fertig drehen. Und ich freue mich schon mega drauf. Ich bin super gespannt, wie es aussieht. Und ihr kennt die Videos ja wahrscheinlich schon. Ich noch nicht. Das heißt, ich bin noch dezent nervös. So kann es übrigens aussehen, wenn ich was plane. Das war einmal das Setting für Dexter. Das heißt, ich habe mir einfach skizziert, was ich da so ungefähr machen will. Und habe mir das dann oben drüber geschrieben. Und dasselbe dann auch noch für die Vampir-Szene, also für True Blood. Und ja, das sind manchmal so meine Stichpunkte für so ein Video. Und natürlich das Rezept für den Kuchen. Geschafft! Ich habe das erste Halloween-Video fertig gedreht. Das heißt das erste Backvideo. Und zwar ist es das Dexter-Video geworden. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, werde ich es euch auch in die Infobox verlinken. Weil nicht nur zu Halloween kann man eine Theme-Party feiern. Und also eine Themenparty. Und Dexter, finde ich, ist schon eine coole Sache. Muss ich sagen. Und jetzt überlege ich, ob ich noch den Vampir-Teil mache. Oder ob ich das morgen mache, weil es ist schon spät und ich habe so ein bisschen Druck auf dem Kopf. Sissy Canciora, auch eine Visitante von uns hier vorne, nur was ich mag. Der 14. Oktober und wie ihr vielleicht seht, hier hinten steht mein Buch. Ich bin auf der Frankfurter Buchmesse am BOD-Stand und nachher habe ich einen Auftritt in ungefähr 2 Stunden und jetzt haben wir uns unterhalten und es gibt hier noch Frühstück und es ist schon richtig viel los und mein Buch ist da oben aufgestellt, ganz oben und ja, ich nehme euch heute so ein bisschen einfach mit. Thank you.
euch heute tatsächlich in Person zum allerersten Mal. Genau, Laura hat eine super Reihe auf ihrem Kanal zum Thema Self-Publishing, wo einfach alles erklärt. Und das hat mich so angesprochen und sie dann auch gesagt, ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jetzt einfach mal. Das habe ich in Anspruch genommen. Und daraus ist jetzt wirklich, jetzt fange ich mit Badisch an, ist eine Freundschaft entstanden, sodass wir eigentlich jede Woche fast in Kontakt sind. Und wir haben einfach einen ähnlichen Hintergrund und es passt, hat gepasst. Ja. Noch mal ganz kurz zu sagen, ich gucke Sissys Kanal allerdings schon seit Jahren. Also wir kannten uns in Persona vor heute nicht. Ich kannte Sissy gefühlt schon jahrelang und ich finde es total super, dass wir uns ja jetzt so näher gekommen sind, weil wir wirklich total ähnlich ticken und total Spaß haben. Alles von ihr in die Infobox verlinken und sie leuchtet wie die Sonne. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Also wir sind jetzt fertig mit der Messe, sind jetzt noch kurz hier im Shoppingcenter was essen, weil man hier schnell was essen kann, bevor wir heimfahren. Mir hat es dir gefallen? Es war wunderschön, es war ein ganz toller Tag. Und es war so schön auf diesem BOD-Stand, wie toll die Sissy empfangen wurde und auch die Fans, wo gekommen sind und wollten unbedingt ihr Buch und natürlich mit Unterschrift, mit Autogramm. Das also danke, dass ihr alle gekommen seid, das hat mich so gefreut, also wirklich vielen, vielen Dank. Ja. Ich stehe gerade wieder in meinem Make-up-Zimmer, Schrägstrich ehemals Abstellkammer. Ich habe da super viel aufgeräumt und auch ein bisschen umgestellt. Das Ganze habe ich für euch festgehalten und es kommt dann bei der Nur was ich mag Challenge am Abstellraumtag. Und ja, dadurch, dass ich jetzt so alles aufgeräumt habe und umgestellt habe, kann ich endlich mein Setting aufbauen für das erste Halloween-Make-up dieses Jahr. Everybody, can you feel the groove? Falls ihr das Video verpasst habt, dann schaut auf jeden Fall rein, weil ich bin sehr glücklich mit dem Look. Und ich muss sagen, ich habe das extrem fest gesteckt und ich hatte vorher schon so ein bisschen Kopfweh. Und ich freue mich jetzt, das Ganze wieder runterzunehmen, weil ich es doch auch Kopfschmerzen bekomme. Das heißt, wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich das Ganze ein bisschen lockerer machen. Aber so hat alles wunderbar gehalten, eben fürs Tutorial. Und ich bin glücklich. Meine Zähne sehen nur so gelb aus bei dem Lippenstift. Gut, dass sie den Mund zu hat. Und wir waren bei einem Kunden, gemeinsamen Kunden, und bald erfahrt ihr auch von einem Projekt mehr. Aber erst Anfang des Jahres, Anfang 2018. Ja. Klingt noch so lang hin. Und es hat was mit was sehr Leckerem zu tun. Mhm. Und ich freue mich.
freue mich so sehr, Lizzie zu sehen. Wir machen das viel zu selten. Und, das stimmt. Ja. Das ist immer ganz cool. Also es ist eigentlich immer das Schönste, wenn man so Kooperationen hat oder auch eine Events, wo man sich dann irgendwie mal wiedersehen kann, weil man meistens so busy ist. Ja, dass man das irgendwie dann immer nur mit so einem Business-Termin verbinden kann. Aber das ist voll gut. Wenn ihr Lizzie noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox, da werde ich euch ihren Kanal verlinken. Und wir haben auch schon Videos zusammen gemacht, die findet ihr auch nochmal entweder in der Infocard oder in der Infobox. Die Challenge. Mittlerweile ist 22 Uhr und ich sitze hier in meinem Schminkzimmer und in meinem Setting. Ja, es steht immer noch. Der Dreh ist ja schon ein paar Tage her von The Corpse Bride und es ist so cool geworden. Ich freue mich so krass über das Ergebnis und bin mega stolz. Und ja, habe das alles hier stehen lassen, weil ich sowieso jetzt hier das nächste Setting aufbauen muss morgen und es hat hier keinen gestört. Ich habe einfach die Tür zugemacht. Und mittlerweile sind auch noch zwei weitere Videos online gegangen. Eben das Dexter-Video ist jetzt auch online seit heute 17 Uhr. Und das, ich finde es auch total schön. Ich sage immer gern, befindet sich jetzt ein weiterer Schatz in meiner Schatzkiste. Und morgen ist der Dreh des letzten Halloween-Videos für 2017. Entsprechend dachte ich mir, ich nutze jetzt die Zeit, während mein Mann noch beim Sport ist und baue das Ganze hier jetzt mal ab. So, kleine Unterbrechung, weil die Daisy will kuscheln und mir ist aufgefallen, ich habe sie euch, glaube ich, in dem Vlog noch gar nicht gezeigt. Und sie stand jetzt die ganze Zeit neben mir und hat immer mehr gejammert. Weil es ist halt abends, es ist ihre Kuschelzeit und die fordert sie jetzt auch ein und ich freue mich. Habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich bin noch nicht fertig mit dem Abbauen, aber ich werde es noch ein bisschen online schauen, nach Inspiration für einen neuen Hintergrund für morgen. Und das Gröbste ist jetzt mal geschafft, also, und ich habe die Pinsel gewaschen, ganz wichtig, weil ohne Pinsel funktioniert es morgen nämlich nicht und wenn ich die frisch waschen müsste, wären sie nass. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt noch gemacht habe. Und jetzt denke ich, schauen wir einfach noch ein bisschen Serie und ich gucke am Handy, wie gesagt, nach Inspirationen für den Hintergrund. So, der letzte Halloween-Look für 2017 ist fertig und Daisy will so gerne kuscheln. Oh Gott, ey, diese Videos brauchen halt immer ewig. Und jetzt ist sie froh, dass ich fertig bin, aber sie findet mich noch etwas komisch. Das heißt, ich werde mich jetzt abschminken und duschen, Haare waschen, weil nachher geht es für mich noch von der Firma aus sozusagen, also nicht von dem Firmengebäude, wo ich auch mein Büro habe, geht es zum Bowling und da freue ich mich total. Und ich bin total begeistert vom Ergebnis, hatte aber totale Probleme mit der Kamera, dass die mich erkennt, also meine andere Kamera, dass die mein Gesicht noch findet und scharf stellt. Es war so anstrengend jetzt. Einfach nur der Schlussteil. Aber ich habe es geschafft und jetzt freue ich mich auf die Dusche. Das fragen ja auch immer viele. Was machst du danach? Ich gehe duschen und wasche alles wieder runter. Denn bei mir geht es weniger um Halloween eigentlich, sondern um das Gesamtkunstwerk eines solchen Videos. Und ich glaube, ich habe jetzt genug Material. Ja, aber hier ist es jetzt auch nochmal verewigt. Und ich finde die Kontaktlinsen voll toll. Heute ist Freitag. Ich habe mein Halloween-Video am Mittwoch gedreht. Gestern hatte ich dann den ganzen Vormittag einen Kundentermin und hatte den eigentlich ursprünglich aber nicht eingeplant gehabt. Der kam sehr kurzfristig rein und hatte dann echt ein Problem mit dem Videoschnitt, weil ich es halt überhaupt nicht mehr geschafft habe. Deswegen habe ich heute Morgen sehr früh gestartet und ich glaube, das sollte ich öfter machen. Ich bin also das heißt sehr früh für meine Verhältnisse. Normal fange ich nämlich immer so um 9 richtig an zu arbeiten. Vorher mache ich noch Mails und so. Und heute Morgen bin ich um 7:15 aufgestanden, habe dann schon Geschirrspüle ausgeräumt, Wäsche zusammengelegt, habe dann Frühstück gemacht, mit meinem Mann gefrühstückt und habe dann schon vor 8, also 7:50 war es oder so, angefangen zu schneiden und hatte dann das Video fertig um 12. Dann noch das Thumbnail und da war ich um 13 Uhr fertig. Und es ging somit oder geht heute für mich jetzt sozusagen am Freitag online. Aber wenn ihr diesen Vlog seht, ist es schon online. Mein Catwoman-Look könnt ihr mal gerne reinschauen, werde ich euch auch in der Infocard verlinken. Und jetzt sitze ich hier gerade mit Daisy. Ich habe nachher um 16 Uhr noch einen Schulungstermin, aber dieses Mal werde ich geschult und habe jetzt gerade eben noch den Dreh abgeschlossen für mein Video für morgen. Das schneide ich jetzt noch und ja, ich bin sehr froh, dass ich es alles soweit geschafft habe. Musik.
Ich schneide gerade diesen Vlog hier und wollte euch einfach noch erzählen, was die letzten Tage so passiert ist. Es ist heute Montag, morgen geht der Vlog online an Halloween. Passt auch ganz gut, weil ja auch sehr viele Teile dieses Videos mit Halloween zu tun hatten. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich das Projekt diesen Monat tatsächlich geschafft habe. Und ich finde es so cool, weil ich jetzt wirklich auch so ein Tagebuch habe und mich ein bisschen ja, zurückerinnern kann, was habe ich wann gemacht. Und es gefällt mir extrem gut. Ihr könnt jetzt aber auf jeden Fall auch mal mir ein Feedback dalassen und sagen, ob ihr es eigentlich gut findet, dass es einmal im Monat kommt oder findet ihr das zu wenig und beziehungsweise zu viel Inhalt für ein Video. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, da freue ich mich sehr darüber. Und ja, wie schon gesagt, in den letzten Tagen habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Und es geht da vor allen Dingen eben um meinen Beruf, also oder um meinen beruflichen Alltag. Und ich habe mir einfach zum Beispiel überlegt, was reißt mich im Alltag immer raus und reißt mich aus meinen kreativen Projekten. Und es sind einfach E-Mails. Ich bekomme täglich so unfassbar viele E-Mails. Manche sind wichtiger, manche sind Spam, aber es ist einfach immer so ein Zeitfresser, der mich aus ganz vielen Sachen rausreißt. Und da habe ich eine Lösung jetzt für mich gefunden, die ich ausprobiere, von der ich euch dann auch erzählen werde, wenn ich eben weiß, ob es gut läuft oder nicht. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich eine kreative Schaffenspause brauche. Und das setze ich jetzt gerade alles um. Und ich möchte auch mein Büro etwas verändern. Dazu möchte ich euch aber dann im nächsten Monthly Vlog alles erzählen, beziehungsweise auch zeigen. Denn es soll jetzt schon alles sehr schnell vonstatten gehen. Und ja, ich hoffe sehr, dass dieser Vlog für euch wieder interessant war, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal hier in der Playlist reinschauen oder hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!